Leute, jetzt kommt doch mal. Warte einen Moment, die anderen kommen gleich. Leute, wo gehen wir eigentlich hin? Wir gehen jetzt zusammen etwas essen. Jeden Monat gehen wir einmal zusammen essen. Oha, das ist ja voll cool. Ja, und wir müssen jetzt los. Kommt. Du hast vergessen, richtig zuzumachen. Passiert nicht wieder. Oskar, wo sind die Menschen hin? Hier ist es so still. Mach dir da keine Sorgen, sie kommen bald zurück. Sie gehen nur etwas zusammen essen. Jetzt ist mir aber echt langweilig. Das wirst du überleben. Willst du mit mir spielen? Dann ist mir nicht mehr so langweilig. Dann will ich aber mitspielen, Mama. Na gut. Also, irgendwas ist doch hier. Ja, ich bin hier. Nein, dich meine ich gar nicht. Was denn sonst? Keine Ahnung. Hey, guck mal da am Ausgang. Am Ausgang? Oh. Also, Wildpferde sind ja nichts Neues, aber Zebras? Ja, das ist wirklich komisch. Ich sag ihn mal Hallo. Was sucht ihr hier? Zebras auf einem Pferdehof? Das passt nicht. Du bist eine Katze und kein Pferd. Ich bin eine Hofkatze. Wie auch immer, meine Frau braucht Hilfe. Einen Moment, ich komme gleich wieder. Die Zebradame braucht anscheinend Hilfe von uns. Ich weiß, was zu tun ist. Lass mich hier raus. Ja, hat funktioniert. Danke. Oskar, wir haben Besuch bekommen. Wie meinst du Besuch? Welchen? Hier sind zwei Zebras und die Dame braucht anscheinend Hilfe. Habt ihr gefragt, warum? Ja, stimmt. Hast du gefragt, warum? Nein, ich habe gesagt, dass ich gleich wiederkomme. Ich schau mal nach. Es sind tatsächlich Zebras. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ach, wie nett, du hast uns gar nicht geglaubt. Naja, ich habe noch nie hier Zebras gesehen, deswegen nein. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie brauchen Hilfe. Warum? Bei uns? Nun, hier sind Pferde und das heißt, hier ist Futter und meine Frau braucht was. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Meine Frau bekommt ein Fohlen. Oh, ich lasse Sie hier rein, okay? Was ist, wenn die Menschen zurückkommen? Dann sehen Sie hier Zebras? Was glaubst du, wie sie darauf reagieren? Ja, sie werden schockiert sein, aber sie werden sie hier lassen. Sie werden sehen, dass die Stute trächtig ist und wirklich Hilfe braucht. Wie auch immer, ich lasse Sie jetzt hier rein. Sie brauchen Hilfe. Okay, werf ein Auge auf Sie, ja? Ich muss zu den Welpen. Okay. Du kannst Türe aufmachen. Ja, also diese Tür zu öffnen ist echt nicht schwer. Okay, Sie können gerne reinkommen. Vielen Dank. Wollen Sie nicht mit reinkommen? Passen Sie bitte auf meine Frau auf. Wenn ich Glück habe, komme ich gleich wieder zurück. Was meinen Sie? Wie? Bitte passen Sie einfach auf sie auf, okay? Hier stimmt doch etwas nicht. Hey, warten Sie! Also irgendwas ist hier faul. Wo will er denn noch wieder hin? Hier ist eine Wasserstelle, da können Sie trinken. Dankeschön. So, und Sie erwarten ein Fohlen? Ja, und ich merke, es kommt bald. Hey, such ihr einen guten Platz, okay? In Ordnung. Ja, wo würde es einem Zebra gefallen zu liegen und ein Fohlen zu bekommen? Was? Hast du gerade Zebra gesagt? Oh, hi Lyria. Ja, hier ist ein Zebra und sie bekommt bald ihr Fohlen. Oh mein Gott, ein Zebra? Oh mein Gott. Versuch's mal da hinten. Vielleicht ist das ein guter Platz. Nein, das geht nicht. Das hier ist unser Platz. Schaffen Sie es?
Ich weiß nicht. Kommen Sie, ich helfe Ihnen. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ich muss meinen Fohlen hier bekommen. Hier ist es in Ordnung, alles gut. Ich habe einen Platz gefunden. Okay, sie hat wohl auch einen Platz gefunden. Okay, bleib kurz bei ihr, in Ordnung? Ich komme gleich wieder. Okay. Au! Ich bin jetzt einfach bei einer Zebrageburt dabei. Ach, cool. Rocky, du bist sehr schnell. Du musst einen Zebrahengst finden, ganz schnell. Ich habe schon alles mitbekommen. Ich werde mein Bestes geben. Okay, es wird alles gut. Wo bleibt nur mein Mann? Er wollte bei der Geburt dabei sein. Das wissen wir nicht. Also, dass ich einen Zebra suche, das kommt nicht oft vor. Warte, das ist doch ein Zebra. Hey, stehen Sie auf, los! Es tut so weh. Wer sind Sie? Ich komme von dem Hof da drüben. Ihre Frau bekommt jetzt ihr Fohlen. Meine Frau, das Fohlen. Oh mein Gott, ich muss da sofort hin. Aber ich kann nicht. Sagen Sie meiner Frau, dass ich sie liebe. Was? Wie? Sie können nicht? Natürlich können Sie. Kommen Sie einfach mit mir mit. Hören Sie zu, wir hatten ein Zuhause, aber wir haben es verloren. Sie hätte ihr Fohlen bei uns zu Hause bekommen, aber dann haben wir es verloren wegen jemanden. Deswegen, ich musste irgendetwas finden. Dann haben wir den Hof gesehen und es war unsere Rettung. Wegen wem haben Sie ihr Zuhause verloren? Sagen Sie es mir bitte. Okay, Sie könnten eine große Hilfe sein. Sie sind stark und sehr groß und schnell. Ein Hengst. Es ist ein starkes Pferd. Er wollte da wohnen, wo wir wohnen. Und das hat er auch geschafft. Haben Sie ihn gesehen? Ja, er hat mich hier zu Boden geworfen. Ich kann nicht bei der Geburt dabei sein, weil ich ihn suchen muss. Wirklich. Was wollen Sie denn tun? Das ist gefährlich. Ich werde gegen ihn kämpfen müssen. Ich möchte mein Zuhause wieder zurückhaben. Das kann ich verstehen. Ich kann Ihnen helfen, Ihr Zuhause wieder zurückzubekommen, okay? Ja, ich möchte eine schöne Zukunft mit unserem Baby haben. Es wird alles gut, okay? Ich werde Ihnen helfen. Da ist er. Er sucht mich. Hallo. Du hast wohl Verstärkung. Ihr werdet es nicht gegen mich schaffen. Ich bin zu stark. Guck doch mal, wie dünn du bist. Na und? Ich bin trotzdem sehr stark. Verstecken Sie sich da hinten, okay? Nein, er wird sich nicht verstecken. Mann. Lauf. In Ordnung. Okay, dann muss ich es jetzt wohl mit dir aufnehmen. Wieso tust du sowas? Die armen Zebras, sie bekommen einen Fohlen. Sie brauchen ein Zuhause. Such dir doch einfach ein anderes. Ich will aber genau das zu Hause, kein anderes. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Das war ein gewaltiger Fehler, mein Freund. Lauf zu deiner Frau, los! Schatz, ich bin hier, alles gut. Wo ist er? Er muss noch etwas klären. Er hat mich echt gerettet. Ich werde gleich alles erklären, okay? Das schaffst du schon. Ich glaube, er ist in Gefahr. Okay, ja, das stimmt. Er ist wirklich in Gefahr. Er hat versucht, mich zu retten. Okay, ich werde Rocky suchen. Warte, ich muss dir erklären, was hier abgeht, okay? Pass bitte gut auf. Ein Hengst will nichts Gutes. Verstanden, ein böser Hengst. Das werde ich schaffen. Stopp, lass das! Oskar? Was ist hier los? Hier auf unserem Hof wird einfach ein Zebrafohlen geboren. Wie krass ist das denn? Ja, total. Ja, und das möchte er jetzt haben. Lass die arme Zebrafamilie. Das sagen mir kleine süße Hengste. Naja, wir sind wenigstens zu zweit. Du bist alleine. Okay, soll ich euch den Grund sagen, warum ich genau dieses Zuhause will? Los, sag es doch.
Ich möchte ja eigentlich gar nicht so böse sein, aber ich habe dringend ein neues Zuhause gebraucht und das ist das, was ich gefunden habe. Deswegen habe ich die Zebra da verjagt. Warum brauchst du ein neues Zuhause? Ich habe eine Tochter und wir brauchen dringend ein Zuhause. Ich würde einfach alles für sie tun. Meine Frau ist von uns gegangen, also muss ich mich um unsere Tochter kümmern und ich möchte ihr einfach ein perfektes Leben anbieten. Okay, aber sie dürfen nicht einfach so irgendwelche Familien aus ihren Häusern treiben. Beziehungsweise aus ihren Verstecken. Ich weiß, aber ich bin so hilflos. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin einfach verzweifelt. Hören Sie zu. Die Zebras werden wieder da in ihrem Versteck einziehen. Und Sie suchen sich ein neues. Ich habe schon überall geguckt. Ich finde keins. Schön. Wir werden Ihnen helfen. Einverstanden. Nein, das kann ich nicht annehmen. Ich war zu böse dafür. Nun, Sie haben es jetzt bereut. Wir werden Ihnen helfen. Nicht wahr, Rocky? Ja, in Ordnung. Danke. Ich bin so stolz auf dich. Jetzt haben wir unser Fohlen. Hallo, mein Süßes. Aber wir haben kein Zuhause. Was sollen wir tun? Doch, ihr habt euer Zuhause zurück. Weg von unserem Fohlen. Nein, nein, es ist okay. Er hat es bereut. Er hat auch Familienprobleme. Das heißt, wir kriegen unser Zuhause zurück. Ja, es tut mir leid. Dann lasst uns nach Hause gehen. Danke für alles. Danke, dass Sie so nett waren. Kein Ding. Na, hallo, Kleiner. Alles Gute dir. Auf geht's. Ihr seid richtige Helden. Ja, kann man sagen. Gut. Ich gehe jetzt wieder in die Box. Gute Arbeit. Ich bin jetzt auch ganz schön hungrig. Also, ciao. Ciao.